Ja, ich ziehe den Splitter aus meinem Sombrero raus, kümmere mich, dass meine Sachen jetzt trocknen. Guck, dass meine Sachen soweit auf Vordermann sind. Und dann würde ich mich auch nochmal zum Dösen hinlegen. Ich schreibe das erneut Erfahrene auf. Bis es soweit ist. Viel Spaß. So, gut. Aber es wird langsam gehen Abend und gehen Nacht. Ich würde dann umhergehen, wer dann so schläft, um einfach mal so mein zärtliches. Ich wäre jetzt diesmal wach geblieben. Hätte mich an einen Baum derweil gelehnt. Aufstehen, es wird Abend. Ja, ich schäme mich aus meinem Zelt. Fang an, alles vorzubereiten, zusammenzupacken. Ja, ich pack auch wieder zusammen. Ich trete ein bisschen nach dir, nachdem du mich anstupst. Hey, nicht unfreundlich. Wir müssen aufstehen. Komm. Ich bin selber nicht unfreundlich hier. Wächst mich einfach. Das sagt der mit dem Stock. Wir können dich auch hier lassen. Allein beim modernen Schlurfer. Ihr steht dann jetzt auf. Na dann. Ram isst noch mal ein bisschen was von den Rationen. Vorm Weg. Ja, auf dem Weg sind, fange ich an zu erzählen, was ich heute gesehen habe und was ich gemacht habe. Beschreibe das Lagerlayout mit den Wachtürmen und ja, was ich heute so gesehen habe. Und das wird jetzt halt, dass ich halt voraus wahrscheinlich 7 gesehen habe. Aber wenn die Fee oder was auch immer recht hatte, dann ist es jetzt einer weniger. Kann es denn eigentlich gewesen sein, dass noch welche unterwegs waren oder? Es waren nur ein paar Stunden da, möglich wäre es klar. Was meinte die mit hässliche? Die hat ja nur von der hässlichen gesprochen. Das klang nach einer Person. Wahrscheinlich die Chefin. Ich wurde ja irgendwas von einer Chefin erzählt, welche grausam sein sollte, ja, soweit ich die Anführerin. Müssen wir mal hin. Ja. Während des Weges unterhalten wir uns ja. Mhm. Hey, ihr seid jetzt eine Weile unterwegs, ihr folgt dem Fluss. Kommt dann irgendwann in der Nähe des Lagers auch an. Ja. Und ich sitze hin, ihr kommt da oben an. Und auch da oben, direkt am Fluss, steht eine, ist ein Spieß. Da ist eine, ein nackter Bandit drauf aufgespießt. Der Kopf, also der Spieß geht im Bauch rein und kommt oben zum Kopf raus. Effektiv. Definitiv effektiv. Der kotzt nicht mehr. Das hat bestimmt wehgetan. Das ist ja eklig. Grauen läuft das Wasser im Mund zusammen. Sei froh, dass ich jetzt keinen Stock habe. Ich kann auch nicht dafür. Ja, ja. Was ihr auf den ersten Blick schon seht. Kunde? Ja? Ja, schade, Lager ist verlassen. Nee. Ripp. Rippchen. Ach, Feuer. Ja. Um das komplette Lager drumherum mit Fackeln aufgestellt. Also so große Standfackeln tatsächlich auch. Und schwierig halt jetzt in das Lager reinzusehen, dadurch, dass ihr halt ins Helle rein und dann wieder ins Dunkle schauen müsst. Also die beleuchten halt schon ein bisschen hier so den Radius, ne, um sich herum. Aber halt zum Beispiel oben in den Wachposten, da kannst du gar nicht reinschauen und ja. Hören wir was? Perception? Perception. Badabada, badabada, babab. Fertigkeiten. Perception. Ein Glück, ich hab den Bonus drauf. Yes.
Weil ich mich auch frage, der Geruch hier. Dings hat gesagt, er hat das Zeug vergiftet. Wie sehr riecht es hier? Nach der Leiche? Nee. Nach das, was mit Menschen passiert, die vergiftete Sachen gegessen haben. Ich möchte Kacken und kotzen? Danke. Okay. Nee, riechst du nicht. Aber ihr dürft von euch aus schon mal Initiative rollen. Und was wir schon erledigt haben. Initiative. Da weiß man auch gar nicht, was auf einen zukommt. Wir können auch reden. Meine Initiative ist wieder on fire. Wir gehen einfach hin. Schlitzen die in die Kehle auf. Das ist gut, dann gehen wir wieder. Sag ja, ganz blazen oder wollen wir... Stealth is an option. Jo. Ihr hört auf jeden Fall treiben, ne? Also da unterhalten sich Leute. Jo. Seid ihr direkt mit Sonnenuntergang losgegangen oder wann seid ihr losgegangen? Dex hatte den Plan. Wann sind wir los? Jo. Ja, Sonnenuntergang ist schon gut. Brauchten ja noch ein Stückchen. Ja, dann ist es jetzt etwa so roundabout, ja, mit der Bewegungsgeschwindigkeit, sagen wir so halb zwei. Eins, halb zwei. Klingen die Stimmen müde? Nicht so. Wow. Ich dachte, wir haben da extra unsere Freunde hingeschickt. Nee, die mussten ja wieder gehen. Wir haben eigentlich bloß für die Informationen gezahlt. Ja, Frage. Also einen direkten Angriff würde ich vermeiden wollen. Vielleicht, also die Chancen stehen gut, dass wir zwar trotzdem gewinnen, aber nicht dass alle unbeschadet herauskommen, ist dann eher unwahrscheinlich. Sind auch auf der anderen Seite die... Ich habe sie jetzt nur hier eingezeichnet, weil das erstmal relevant ist für euch. Aber es sind komplett in dem Lager halt so an den Grenzen, so dass man halt nicht reingucken kann. Und ja, was ist da bei K3 und K5? Genau. Das hatte, da sind auch die Fackeln. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht eingezeichnet. K3 hat euch ja erzählt, das ist ein Wachposten. Bei K5 ist halt ein Wagen. Die Frage ist auch, wenn wir einzeln rauspicken? Wie unauffällig wäre das, wenn man jetzt so Richtung K5 oder so geht und da gegen die Fackel irgendwie was gegenwirft, gegen schleudert, was auch immer, so dass es halt sich gen Wagen neigt und den gegebenenfalls abfackelt? Gegenfrage, wie laut ist dein... Was willst du uns sagen damit? Also ich sage dir, wenn du dies tust, kriegt man das mit. Einer von uns könnte sie auch ablenken und der Rest hat dann freie Fahrt. Ich könnte sie auch ablecken. Du willst ja ablecken. Er will doch nur den einen ablecken. Nur mal knabbern. Wir sind nur ein bisschen am Öhrchen. Ihr unterhaltet euch, ne? Ja, ihr redet ja gerade. Ja, wir flüstern. Okay, gut, weil das habe ich nie gehört. Ich höre euch die ganze Zeit nur schreien, teilweise. Ja, wir machen das ja, dass wir uns so besser hören. Ich bin alt, denkt dran. Genau. Ich kann alte Menschen hier. Ja, aber man könnte ja sagen, ich flüster. Ja. Ist halt egal. Gilt jetzt schon die Initiative? Nein, ist nur, dass wir es gleich schon mal haben. Erst ab der ersten dummen Aktion, würde ich behaupten. Ja, ansonsten würde ich halt sagen, dass wir uns irgendwie versuchen, drumherum aufzuteilen, damit wir halt nicht alle an einem Fleck sind. Oder ist es sinnvoller, wenn wir alle an einem Fleck sind? Also kleine Info nur von mir. Schleichen ist schwierig und dabei deutlich auf eine Rüstung. Ja. Ja, du bist sowieso außen vor, wenn es um Schleichen geht. Wenn alles den Bach runtergeht, bist du die, welche reinrennt und... Ich wollte gerade sagen, wer auszeigt, der macht hier. Rampage geht. Er macht eine Wirbelbewegung mit seinem Stab. Ihr versteht. Ich kann auch nicht reinrennen, wenn das so ist. Wenn es um Schleichen geht, sollten wir vielleicht den ersten Schlag Dex oder Rainer machen sollen. Wie sieht es aus mit eurer Schleichkunst, Rainer? Ich bin der Schatten. Wir sind verloren.
Also. Wenn es darum geht, dann wäre es doch eigentlich am besten, wenn Dex und Rainer die Sache flankieren würden und wir würden einen Großangriff starten. Warum sollten wir dieses befestigte Lager direkt angreifen? Wie wäre es einfach, wenn wir reinspazieren und Freunde suchen? Ne, wie wäre es, wenn wir sie lieber rauslocken? Die Frage ist wie. Dass sich einer von uns verletzt hat und. Wir können doch einfach ein Feuer legen. Irgendeiner, der schnell genug ist, greift sich in eine Fackel und rennt wieder zurück in den Wald. Mal gucken, wie viele folgen. Rainer! Rainer ist am langsamsten. Nein, er hat auf die Stadt ja, angespielt. Guck dich an. Bist du ein Vogel, das stimmt. Ich bin Vogel. Bist ein Vogel, Digga. In Gnomenregalen sagt man Digga. Nee. Ich schau dich an. Das ist ein Strich auf meiner Liste. Noch einer. Du kannst schreiben? Nun, egal. Besser als du Karten lesen. Leute. Fokus. Wir können uns danach gegenseitig umbringen. Lass uns erstmal die Jungs umbringen. Heißt, einer nimmt eine Fackel und läuft weg. Oder einfach mal, ich weiß nicht, wer hat die größte Reichweite? Meine Handarmbrust hat keine besonders große, aber deine Armbrust deutet auf Rainer. Die sieht so aus, als hätte sie eine ziemlich, können sie ziemlich weit schießen. Ich kann hier, siehst du da hinten, die Flieger? Die schieße ich zwischen die Augen. 120 Meter, pure Präzision. Naja, dann suchen wir uns einen guten Platz für den Hinterhalt für unsere Seite. Rainer schießt, vorzugsweise trifft dabei auch was und rennt dann. Und wenn sie ihm folgen, sind wir die in der besseren Position. Ich dachte, ich stehe. Ja, mit meinem Langbogen kann ich auch 120 Meter. Leute, bei einem Bogen oder einer Armbrust weißt du nie, woher es kommt. Lasst mich das machen. Wer macht dir letztendlich egal. Ich leuchte und ich treffe zu 100%. Nichts für ungut, aber ich treffe zu 100%. Ja, das zieht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sich schon. Und ich laufe schneller als Rainer. Fordere mich nicht heraus. Pinguin. Also, gut. Auf dem Weg hierher zum Lager. Hat man irgendwo was gesehen? Genau. Einen guten Platz, wo man einen Hinterhalt legen könnte? So Bäume, wo wir draufklettern können, um uns vor den Nahkämpfern zu erwehren und so? Wie ist er? Schwierig. Also einen richtigen guten Platz für einen Hinterhalt eher schwierig. Dann halt nur einen mäßigen Platz. Halt ein paar Bäume, die weit noch auseinanderstellen, dass die stehen. Hä, und auf dem Wachposten sind welche, oder? Ja. Weißt und? Du nicht? Also gestern waren welche, werden heute wahrscheinlich auch welche da sein, aber sah man halt nicht durch die Fackeln. Wenn wir sie rauslocken wollen, ich kram kurz in meinem Beutel. Blink, 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 blink. Wenn ich zum Fall bringen und heben ein Seil dabei hoch. Und ich hätte noch meine Krähenfüße. Wir können die Krähenfüße streuen. Ich laufe in die Richtung weg. Eventuell laufen sie durch. Ich hätte auch noch das Alchemistenfeuer einstecken. Ja, das mir ist gerade eingefallen, dass ich doch auch das Amulett habe. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass man dazugehört? Ja, die kennen uns nicht. Aber kannst du das mal gerne versuchen. Ich warte dann hier, mal gucken, wie es läuft. So, und Borg, wir sind die Off-Division. Wenn wir das versuchen wollen, sollte ich nicht lieber vielleicht das Amulett nehmen? Wieso? Ich weiß weil nicht, du, ob beim, Borg, als sich das Vieh gehauen hat, direkt umgekippt bist. Ja, also, wenn irgendjemand damit reingeht und das schief geht, ist derjenige tot. Das sind aber viel zu viele. Egal, wie gut wir kämpfen können. Ich sagen, Severa, gebt euch mal noch 10 OT-Minuten, um euch zu entscheiden, was ihr tatsächlich letztendlich tun wollt. Severa, 10 Armbrustbolzen in eurer Brust. Haltet selbst ihr nicht aus. Ja, aber mit dem... Wenn man sowas macht, muss man immer damit rechnen, dass man draufgehen könnte. Es kann gut gehen, es kann schief gehen. Severa, du siehst aber auch nicht besonders unschuldig aus. Lehne mich zu Kron. Die ist nicht gut in Mathe, oder? Darf ich euch mal ganz kurz unterbrechen? Ex? Ja. Man kann nicht gut auf die Posten gucken, aber kann man überhaupt noch auf den Posten, also die Türme, die Spättürme, kann man die noch ausmachen von außerhalb?
Man sieht nicht wirklich, ob da Bewegung ist, aber du weißt, sie sind da. Also wenn du genau hinguckst, dann siehst du auch klar, ne, da ist was in den Bäumen. Lässt sich denn das Alchemistenfeuer vielleicht an so einem Pfeil befestigen? Nein. Ich nicht? Warum nicht? Das hatten wir schon das letzte Mal. Echt? Gewicht. Das ist Gewicht. Ein Tonkrug. Ja, das ist ein Tonkrug. Genau. Ja, kann man doch. Hast du eine Balliste? Also, die schwere Armbrust sollte, glaube ich, noch nein. Power haben. Nein, hat sie nicht. Ich würde mein Alchemistenfeuer und meine Caltrops, also meine Krähenfüße, einmal Dex in die Hand drücken. Ja, das Krähenfüße sollte man eher da verteilen, wo wir dann unseren Hinterhalt vorbereiten. Genau, deshalb gebe ich sie euch. Vielleicht. Ja, wir haben ja Zeit, wir können ja erstmal vorbereiten. Gucken, müssen uns mal einen guten Punkt auspacken. Ja, wie gesagt, einen Punkt, mehrere Bäume stehen, wo wir draufsetzen können und es Licht genug ist, dass wir ein relativ freies Schussfeld haben. Ich beherrsche leider kein Wunder, welches Licht bewirkt. Also wollt ihr sie rauslocken und niemanden reinschicken? Nimm halt niemanden rein. Nicht reingehen. Das wird keine gute Idee. Außer ihr habt euer Leben satt. Können wir nicht einfach ein Feuer legen, dann kommen die bestimmt auch? Ob wir sie rauslocken, haben wir ja noch nicht entschieden. Ihr meint, die Leiche hier zu einer Fackel machen? Da kommt sie nur zur Leiche und dann sind sie aber trotzdem noch auf ihren Türmen. Wenn wir aber mehrere Feuer liegen, dann müssen die sich darum kümmern. Die Sache ist auch die, wenn wir hier dieses Lager aufräumen, wer sagt uns, dass keiner flieht und Bescheid sagt beim großen Boss? Was soll er denn sagen? Dass wir von irgendwelchen Leuten überfallen wurden? Wir wurden überfallen, schickt Verstärkung. Dann fackeln wir die auch ab? Ja, also sind nicht so viele Leute hier und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also im Normal, also meiner Erfahrung nach würde er sagen, ja, wie unfähig seid ihr eigentlich? Dann ist das Thema gegessen. Na gut, ihr habt wahrscheinlich mehr Erfahrung mit solchen Typen. Die ein oder andere, unfreiwilliger. Oh. Ja. Wie schon gesagt, kannst du, Phil? Ja. Kannst du meine Caltrops und mein Alchemistenfeuer einmal rüber zu Dex schieben? Ich würde ihm drüber sehen. Die guten Tengu. Und er so, ich nehme das nicht. Plof, schade. Wie lange brennt dieses Alchemistenfeuer? Beziehungsweise, wenn das was entzündet, wir könnten Eimer benutzen, um quasi den Hinterhaltsplatz zu erleuchten, wenn sie da sind, dass unsere Schützen besser Licht haben. Also wenn wir ein bisschen Holz so vorbereiten, dass er drauf wirft, kriegen wir das damit dann zum Brennen, ja. Was, wenn du das... Ja, klar. Brennt halt so lange, wie brennbare Flüssigkeit da ist. Ansonsten das Feuer selbst von dem Alchemistenfeuer, das Öl, das geht relativ schnell aus, weil das ist ja Explosion. Das spreadet sich ja. Ja, und ja, ist erstmal also nicht verkehrt. Also hätte ich auch noch normales Öl dabei. Das könnte man damit verteilen, ja. Könnte man für unsere Hinterhaltsposition mit ganz gut nutzen, denke ich. Reicht eine Flasche oder brauchen wir mehr? Je mehr, desto besser. Wir sind im Moment entweder in Unterzahl oder relativ ausgeglichen. Wenn es nicht noch mehr geworden sind nach gestern. Das ist ja immer ein Risiko. Also bis zu 7 Flaschen habe ich dabei. Also ich habe auch 10 Oil, also diese One-Pin-Flask, keine Ahnung, was das... Ja, du hast Ölfläschchen. Ja. Ich hätte davon 3. Dann können wir doch einen ordentlichen Hinterhalt legen. Gut, wie gesagt. Ist in der Nähe denn so ein Baum, wo ich hochklettern könnte? Ja, da hatte ich ja schon gefragt, ob man Platz finden. Gebe ich jetzt eigentlich irgendwem mein Öl? Wie viel? Nee, warte, müssen wir einen guten Platz finden. Müssen wir gucken, wie viel wir brauchen, um die entsprechende Fläche abzudecken. Free, das ist euer Plätzchen. Okay, das heißt, wir haben 2 relativ hohe Bäume, mit denen wir arbeiten können. Ja. Soll ich euch auf die Map schubsen?
Ja, kannst du. Beziehungsweise, wer will denn den Hinterhalt überhaupt legen? Also, wer will denn die Aufmerksamkeit legen? Ich. Korn hat aber gesagt, weil der kann Heli noch leuchten mit seinen Zaubern, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich A, leuchte ich und B, treffe ich. Immer. Wenn du ein Ziel hast. Wenn ich ein Ziel habe. Ja, irgendwo, warte mal, was hoffentlich irgendwo was ausmachen können. Hauptsache, da kommt eine Leuchtekugel von irgendwo her. Oh, aus der Richtung, wo der Pfeil hinzeigt, da kommt dann Crawn her später. Das ist dann Richtung Lager. Wo ist der Pfeil? Welcher Pfeil? Unterm See. Ah, okay. So, was? Dann bleibt Crawn da stehen und der Rest geht. Und dann dürft ihr mit Markern und allem möglichen verzeichnen. Links vom See oder rechts vom See? Direkt unter dem kleinen Tümpel. Da, wo der Pfeil ist quasi. Nur mal so eine dumme Frage. Was machen diejenigen, die zufällig keinen Fernkampf haben? Ich hinter den Baum stellen und diejenigen abfangen, die versuchen, auf den Baum zu klettern. Okay. Tanken. Dann stelle ich mich hinter den Baum hier. Ja, dann würde ich versuchen, den Baum da hoch zu klettern. Ja, ich nehme hier unten den Baum. Und ich würde sagen, den Bereich quasi zwischen den Bäumen, das wird unsere Hillzone, mehr oder weniger. Da verteilen wir dann das Öl und schmeißen dann das Alchemistenfeuer drauf, wenn die dann da sind. Genau, so. Vielleicht möchte ich mir nicht den Arsch abfackeln. Also wollt ihr das Öl verteilen? Ja, würde ich sagen. Also großflächig? Ja, so, dass man da schon... Also ja, Korn für dich, Wegmarkierung der See und dann an dem See vorbei und dann zwischen den beiden Bäumen durch. Ja. Wie viel Öl brauchen wir denn jetzt? Dafür braucht ihr mindestens 5 Pins. Also ich habe 3. Also nehmen wir 2 von mir, 2 von dir und 1 von... Korn? Korn, genau. Okay, dann streiche ich mir 2 raus. Ja, wenn ihr sie darauf verteilt. Dann streiche ich mir 1 raus. Gewicht mittlerweile gut wieder. Ich war ganz knapp am Übergewicht. Am leichten Übergewicht. So, ne, so Kleinkram kann ich auch mit in die Satteltaschen tun. Mal ist alles mein. Oh, ich meine ja nur. Ich bin eine Krieger. Ich dachte, wir sollen nicht flüstern. Er hat schon einen harten. Alles gut. Ich bin die ganze Zeit am Drum. Ja. Du leuchtest, ja, Kron, wenn du da schießt? Das Ding dürfte leuchten. Ich würde sagen, in dieser typischen Pharasma-Farbe weiß und hellblau. Sag nur Bescheid, wenn ihr fertig seid mit der Vorbereitung, dann würde ich meinen. Ja, unter dem Baum von Rainer, also zwischen der Fläche, Feuerfläche und da, wo sie rausrennen, um Richtung Rainer zu kommen, da würde ich dann die Krähenfüße verteilen. Alex, ich weiß nicht, ob das da vorne so gut ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Wir wollen ja erst in die Feuerfläche reinlaufen lassen, bevor sie uns sehen. Da, wo auf dem Donnerfurt-Lager der 10-Yards-Radius ist, vor Crown oder was? Oder wo willst du die? Vor Rainer. Hinter dem Öl-Dings. Zwischen Öl und Rainer quasi, da würde ich die verteilen wollen. Du meinst, du hast ja deinen Tank unten am Baum, der dich. Ja, ich vertraue ein bisschen auf mein Stealth. Ich würde eher sagen, schon euch alle eher auf der anderen Seite fokussiert. Bleib auf der Seite alleine und versucht. Okay, dann wandere ich darüber. Weil dann müssen sie auch auf jeden Fall durch die Feuerfläche. Und Rainer wirft das Alchemistenfeuer runter. Das hat sorgt dafür, dass ihr dann die Aufmerksamkeit habt. Dass sie das in eure Richtung laufen. Ich kann ihr dann schön den Rücken schießen. Daher würde ich sagen, Alex geht auch mit nach oben. Da, wo er jetzt steht, ist ganz blöd, weil die laufen die Banditen in ihn rein, bevor sie in die Feuerfläche laufen. So, die Gruppe hatte noch eine Anfrage an dich, Jan. Bitte. Könntest du deinen hübschen Hintern zu uns hochbewegen? Zu den Leuten im Norden. Ach, zu dir doch immer. Die wir reinlocken wollen.
Nehmt euch ein scheiß Zimmer, ist ja widerlich. Die stehen unter dir, du guckst quasi zu, während sie unter dem Baum. Gut, dann. This is the end, you know. My only friend, the end.